Herzlich willkommen, Leute, zur neuen Folge von Body and Mind as the Coach. Bam! Heute das Thema, die Frage, sollte ich mein Training dokumentieren? Soll ich das dokumentieren, was ich tue im Training? Manche Leute tun das ja. Man sieht auch im Fitnessstudio, manche schreiben sich das Ganze auf, was sie gemacht haben. Und sollte man das machen? Meiner Meinung nach ist es eines der wichtigsten Sachen, Faktoren, um seinen Erfolg zu dokumentieren. Es ist nämlich so, viele Leute laufen ins Training rein, trainieren, pumpen, gehen dann wieder raus mit einem guten Pump und sagen sich, ja, es war ein cooles Training. Und dann kommen sie nächstes Mal wieder und sagen sich dann, ja, ich pumpe jetzt wieder, habe einen guten Pump in der Brust gehabt, das Training war super. Und das machen sie Woche für Woche, Monat für Monat und sehen aber nicht dann ganz die Resultate, die sie eigentlich sehen könnten. Wieso? Weil sie sich nicht darauf konzentrieren, auf das Wesentliche. Und was ist denn das Wesentliche? Das Wesentliche ist, dass man, wenn man Muskeln aufbauen möchte mit der Zeit, mehr Leistung bringt, stärker wird. Und am besten kann man es dokumentieren, indem man sich die Gewichte aufschreibt, die Wiederholungszahl aufschreibt, die Satzzahl aufschreibt und eventuell auch unter Bemerkungen sich reinschreibt, mit welcher zum Beispiel Intensität man trainiert hat, von zum Beispiel von 1 bis 10. Eine 10 wäre zum Beispiel jetzt die maximale Intensität und wie man sich auch gefühlt hat beim Training. Und dann kann man jedes Mal reingucken, was man die Woche davor gemacht hat. Und dann kann man versuchen, okay, zu sagen, ich versuche jetzt zum Beispiel heute 1,5 Kilo mehr Gewicht zu bewegen bei der gleichen Wiederholungszahl, bei der gleichen Satzzahl. Und daraus ergibt sich mehr Arbeitsvolumen. Und wenn man das macht, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, dann sieht man, wie man sich steigert und dementsprechend hat man mehr Fortschritte, mehr Erfolg. Und ich zeige euch mal, wie ich das Ganze mache. Ich und der Holger, wir machen das so, wir nehmen hier ein Trainingsbücher. Das waren unsere ersten selbstentwickelte Trainingsbücher, haben wir vor ungefähr ein halbes Jahr gemacht. Das sind auch alle weg leider. Wir werden aber diese Trainingsbücher nochmal neu machen, weil wir haben gemerkt, es kommt sehr gut an, die Leute können damit sehr gut arbeiten. Und ja, wir werden es noch ein bisschen überarbeiten, die Qualität wird natürlich noch besser sein, wir werden noch ein paar Kritiken, die wir auch gehabt haben, also das ein bisschen besser machen könnten, ein paar Verbesserungsvorschläge werden wir annehmen und das Ganze noch besser ausarbeiten. Und ich will euch mal zeigen, wie es ungefähr aussieht. Und zwar habt ihr hier, ihr seht, oben schreibt ihr euer Tagesgewicht rein, was ihr gewogen habt. Dann könnt ihr hier Datum reinschreiben und hier oben dann praktisch die Übung, die Satzzahl, das ist auf 5 Sätze ausgelegt, also das Gewicht, die Wiederholungszahl. Und unter Bemerkung könnt ihr zum Beispiel reinschreiben, mit welcher Intensität ihr trainiert habt oder zum Beispiel könnt ihr auch reinschreiben, oh, hatte nicht so viel Kraft oder meine Schulter tat irgendwie ein bisschen weh. Dann wisst ihr auch, was ihr getan habt und wieso es nicht so gut gelaufen ist eventuell oder wieso es gut gelaufen ist. Und zu dokumentieren ist sehr, sehr wichtig. Ja? Erfolg braucht auch so ein bisschen, sag mal, Präzision, dass ihr seht, aha, was habe ich überhaupt gemacht vor ein halbes Jahr oder vor 2 Wochen. Das ist sehr wichtig. Geht nicht planlos ins Training rein und mit den Gedanken, ich gehe jetzt einfach nur pumpen. Das könnt ihr zwar auch machen, wenn Training soll ja auch Spaß machen, soll auch unser Wohlbefinden steigern. Aber wenn ihr Erfolg sehen wollt, wenn ihr Fortschritte sehen wollt, wenn ihr vielleicht sogar ambitioniert seid und sagt, ich möchte das Maximum rausholen aus meinem Körper, aus meinen Möglichkeiten, aus meiner Genetik, dann werdet ihr präzise. Zum Beispiel Gewichte aufschreiben, gucken, was ihr tut und dann werdet ihr auch mehr Erfolg sehen durch die Präzision. Okay Leute, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen damit helfen, das Ganze zu erklären, wie wichtig es auch ist, sich das Ganze aufzuschreiben, was man tut. Und wenn es euch gefallen hat, dieses Video, dann liked uns, abonniert uns. Unsere Trainingsbücher, die werden wieder neu gemacht, wie gesagt. Wir werden euch dann nochmal ein Video drüber machen, wenn sie fertig sind. Und genau, wenn ihr mehr Fragen habt, und schreibt uns in den Kommentaren einfach dann rein. Und dann bis zum nächsten Mal bei BAM!